Hallo, da sind wir wieder, die Jungs von PB Play, zurück bei Kreativerse. Hallo. Was ist dein Einsatz? Mann! Hallo. Hab ich schon gesagt. Hallo. Hallo. Player. Hallo. Ja, hallo, hallo, hallo. So, du hast Hallo. schon Hallo. Stone-Dinger angeschmissen, ne? Sehr Die habe ich gut. angeschmissen, ja. Dann, wir haben uns nämlich vorgenommen, wir bauen heute mal wieder ein Haus. Ist dunkel? Nee. Nee. Oh, da ist so ein Mann. Ich hab doch jetzt ein Obsidian-Schwert. Ja, dann hau den mal um. Cool, der hat so ein. Was hat der gegeben? Wo ist Schwach. es? Ja, das ist hier hinten in der Kiste. Das habe ich schon gehabt. Wo ist er denn hin? Ich hab das nicht. Ach, du hast das genommen. Ich hab das. So. Dann lass uns mal los. Mach mal die Tür zu hier, Junge. Ja, ich hab doch da hinten schon so einen Strahler aufgebaut. Soll man da Ja. nicht das Haus bauen, weil da war viel Platz auch. Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie der aussieht. Ich habe so einen Strahler gebaut. Für den Platz, wo wir das Haus bauen. Ja. Wenn da ein guter Platz ist, dann Aber wir können wir können das das da. alte Haus hier auch stehen lassen, dann machen wir den Weg, den wir schon angefangen haben, auch bis zu dem neuen Haus. Ja, können wir machen. Wir müssten erstmal ein neues Haus bauen. Das sage ich ja. Nee, das sagst du nicht. Ist da oben, da ist der Ja, ich sehe Strahler. das. Ja, sage ich ja. Hier ist doch nicht viel Platz. Nicht hier auf dem Berg, da ist ja nur ein Block, wo der drauf steht, aber da unten, guck mal da runter. Wo unten? Da am See. Und da hier in die Richtung, dahinter dann. Da ist jetzt noch ein bisschen Hügel und dann nicht mehr. Wo willst du denn bauen? Hinter dem Hügel da jetzt noch. Also da geht die Blöcke hoch und dann runter. Und da war, meine ich, eine große Fläche. Runtergeflogen. Uiuiui. Direkt an meinem weißen Licht. Da können wir bauen. Hier, guck mal. Was hier ein Platz ist. Ja. Also das muss natürlich ein bisschen anpassen noch, Wir aber. müssen das ein bisschen gerade machen, ja. Ja. Da haben wir noch einen See direkt daneben. Ja, das können wir hier. Können wir, oder willst du das. Moment, willst du das jetzt hier bauen? Hier? Oder da hinten an dem Ne, ich kleinen wollte See? den kleinen See da. Okay, ja, Also, er das. muss ja nicht direkt am See stehen, aber hier die Fläche halt, die fand ich Doch, das finde ich eigentlich eigentlich. ganz cool. Ja. Ist jetzt zwar nicht weit weg von dem anderen, aber. Ja, ist auch egal, das muss ja nicht weit weg sein. Was Das wolltest du muss. machen? Wolltest du das hier eben machen jetzt? Ja, ich wollte es ein bisschen angleichen, genau. Ich wechsle mal gerade die Sammelzelle, dass ich meine gute Obsidianzelle nicht verschwende. Vielleicht nehme ich die untere Reihe, mach du die obere. Warte, 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 warte. Ach so. Ich hätte das jetzt eigentlich aufgeschüttet auf die Ebene, wo ich jetzt draufstehe. Ach so, aber wir könnten das doch auf die Wasserebene machen. Also auf Ja, die hier. können wir auch machen. Habe ich jetzt gedacht, gerade, Ja, dass du dann das machen wir das, ist willst. auch gut. Wird schon wieder dunkel, ne? Können wir eh nichts dran tun. Können die Na Scheißviecher eben, nicht aber hier sind ja verschwinden. keine Viecher. So, lassen wir das mal so. Wir brauchen ja nur ein bisschen Platz erstmal fürs Haus. Problem ist halt, wir haben auch keinen richtigen Lagerplatz. Die Kisten sind auch schon wieder alle voll. Ja, wir müssen jetzt auch ein richtiges Lager bauen mit Kisten am besten, ne? Eben. Da brauchen wir erstmal eine große Fläche, auf jeden Fall, wo wir bauen können. Da oben verbrennt schon eine Krabbe. Was denn? Voll doof, ein Gedanke. Oh, da müssen wir den Boden hier natürlich auch rausmachen, ne? Da müssten wir Wir müssen noch einen tiefer machen. Genau. Grasblöcke reinsetzen dann. Ne, wir wollten noch Steinblöcke als Boden machen. Ach so. Ach stimmt, da können wir entlassen, ja. Dann müssen wir im Grunde bis hier, oder wo wir bauen wollen, oder bis hier dann jeweils. Na, hinter dir kommt ein Hinter Schwein, dir, hinter hinter dir dir, kommt ein hinter Schwein. dir. Hinter dir auch. Boah, ich hab mich voll weggeschnipst, ey. Asshole. Wahnsinn, das ja. Erstmal. Grad mal hier so ein paar Pilze fressen. Ich hoffe, da warte erstmal. Ja. Ja, aber das reicht ja noch nicht, ne? Das ist doch zu klein. Ja, ich habe erstmal Licht gemacht, die kann man wieder wegnehmen. Nee, ich Nur, dass meine die jetzt nur, Viecher weil wir vielleicht nicht jetzt die kommen. Fläche, da müssten wir müssen hier hinten noch weiter wegmachen, ne? Ja, vollkommen in Ordnung. Nach wo wolltest du? Nach hier, ne?
in die Richtung hier. Also hier. Die Richtung. Ja, ja, hab ich. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Sonst haben wir, wenn wir jetzt da ein Haus bauen, haben wir das ja wieder genauso groß wie das andere. Das ist ja Quatsch. Ja klar, das wollen wir ja nicht. Wobei wir ein neues Haus dann auch über mehrere Etagen bauen können. Ja, das würde ich auf jeden Fall machen. So oben wie unten dann. Also hinter den Schwein, 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 Schwein. Ah. Wo ist es? Wo ist es? Ich sehe es, ey. Das, hallo? WTF? Ohne Witz, ich habe das nicht gesehen. Ja, das war direkt hinter dir. Nee, ich habe es nicht ja. Ich habe mich doch umgedreht. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe gesehen, dass du geschlagen hast, aber ich habe nicht gesehen, auf was. Dann war nur der Beutel da. Vielleicht war das in dir drin. Die Server sind heute nicht so geil. Da kommt wieder ein Schwein, da kommt wieder ein Schwein. Hab ich gesehen. Das leckt irgendwie auf der Stelle. Siehst du das jetzt auch? Bei mir war das noch hier oben. Scheiße, ey. Ja, die bleiben mit dem Schwert aber stehen, wenn ich die treffe. Auch irgendwie so. Nee, aber du hast das nicht getroffen. Du konntest es noch gar nicht treffen. Du warst viel zu weit weg. Das war hier oben. Dann war ich das wohl nicht. Hier, auf der Höhe ungefähr, aber hier oben auf der Ebene. Hier. Ja. Weil mit dem Holzschwert sind die irgendwie mal weiter gerannt, wenn ich die getroffen habe. Mit dem Schwert bleiben die stehen. Ist komisch. Wenn du die triffst halt, weißt du. Aber wir haben ja schon die ganze Zeit hier so ein bisschen Leckprobleme. Ah, ja, klar. Wir könnten eigentlich auch, aber das können wir dann nachher auch noch machen, dass wir ein bisschen in den Keller reingehen, dann machen wir unten im Keller so ein Lager, weißt du? Ja, klar, kann man das machen. Ist eine Krabbe? Ne, ist ein Schwein. Dann lass mal hier, die Ebene hier, würde ich jetzt erstmal lassen. Also die Tiefe. Ja, bis hier nur, ne? Wo du jetzt die Mauer gezogen hast, genau. Dann ziehen wir da hinten die vorne, wo du da dran bist, die Ecke noch weg. Dann müsste das müsste eigentlich schon reichen, oder? Da haben wir eine große Fläche auf jeden Fall. Ich fange mal vorne an, das wegzumachen. Boah, das sind haufenweise von diesen grünen Viechern, ey. Oder ist ein Pilz? Müssen wir hier so eine kleine Villa mal bauen. Ja. Können wir nämlich, in die zweite Etage, obwohl ja, doch, da können wir so richtiges, zweite Etage, so eine Wohnebene machen. Mit Betten. Ja, da gibt es ja auch Dächer mit den Heuballen und so weiter. Da haben ja, die stimmt. Doch extra so schräge Dinger. Aber wobei Heuballen, wir müssen mal gucken, ob wir Heuballen liegen, ne? Aber ja, ich habe noch kein anderes Dach gesehen, also. Ich weiß nicht, da habe ich mir noch nicht nachgeguckt. Ehrlich. Schwein, 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 Schwein. Ja, den habe ich gesehen. Und vielleicht hier noch ein bisschen wegnehmen. Oh, da ist eine Krabbe. Lass mal die Krabbe töten. Oh ja. Oh, die ist aber gerade geglitscht. Ich seh die nicht. Ich kann nur einfach wild schlagen. Rechts von dir sind so andere Viecher. Ja, ja, aber die sehe ich. Die bewegen sich bei mir auch. Die Krabbe springt. Dann, ja, dann. Ich töte die. Ich bin tot, scheiße. Echt? Shit. Mhm. Okay, die Krabbe habe ich erledigt. Mein Zeug liegt da. Leg mal deinen Teleporter hin. Oder auch. Doch, die anderen haben wir leer gemacht, die anderen Dinger, ne? Ja, die Obsidian hast du leer gemacht, hast du gesagt. Ja. Dann ja, sag mal, den hingelegt, dass dann komme ich. Hab ich gemacht. So, jetzt die Brustrüstung kaputt. Dann lege ich. Oh ne, die Arme sind kaputt, shit. Möchte ich mal neu. Hab ich gemacht, ne? Kannst du teleportieren. Bienenkönigin hat die Kraft. Ah, ist schon weg. Also, es gibt hier auch eine Bienenkönigin. Kann sein. Und Lava gibt's auch, ich hatte gerade so ein Bild. Ne, scheiße, ich bin noch an dem alten Teleporter. Der hier nicht mehr steht. Toll. Shit. Ne, den habe ich weggenommen. Ich habe ja meinen neuen gesetzt hier. Ja, aber ich habe erst gedrückt, als du gesagt hast, du hast schon. Hab ich ja auch. Da bist doch jetzt ich hier. In die Höhle bin ich gekommen. Du stehst hier bei mir auf dem Teleporter. Ich war gerade in der Höhle, wo der vorher stand. Ja, du stehst jetzt bei mir auf dem Teleporter. Weil ich jetzt nochmal teleportiert habe wahrscheinlich. Das kann sein. Jetzt bin ich da. Ist meine Leiche? Vor dir direkt. Und da ist doch diese Urne. Ja.
Genau, sammeln. Dann baue ich mir jetzt auch gleich aus den Rockdingern nochmal so ein Obsidian-Schwert. Meine Beindinger sind bald kaputt. Meine Armdinger sind schon kaputt. So glitscht voll. Ja, der Server laggt. Das ist halt nicht, die Performance ist halt nicht so gut. Genau, ein bisschen aufhören. So, das müsste doch eigentlich als Fläche reichen, oder? Ja, denke ich, ne? In den See vielleicht noch so einen kleinen Steg nach vorne machen. Aber das ist. Kann man ja aus Holz machen, dann. So eine optische Sache. Der ist auch gar nicht tief, der See. Hier ist er jetzt mal 2-3 tief. Ich setze mal kurz den Teleporter um. Ich setze ihn mal kurz nach hier vorne. Ja, klar. Damit er dann nicht im Bauweg steht. Eins. So. So. Genau. Mach den See mal ein bisschen tiefer. Ja, mach das. Ich gehe mal zurück. Ich teleportiere mich mal eben zurück. Und hol mal die Steindinger. Steindinger. Ja, die du gecraftet hast. Wir müssen noch Steine. Rotze, wir müssen noch die Blöcke eh bauen da. Ja. Komm damit. Ich hab ja auch noch eine ganze Menge Steine bei. Kann sein, wir werden auch eine Menge Steine holen müssen wahrscheinlich. Ja, bestimmt. Ice Bombs can cool off the hottest pool of lava. Weißt du Bescheid? Was? Habe ich die alle rausgenommen? Ich baue aber direkt neue davon. Achso, die sind jetzt alle nicht fertig. Ach, wir brauchen nur noch halbe Steine. Warum? Für den Boden. Ja, den Boden. Wir brauchen jetzt erstmal nicht den Boden, wir brauchen erstmal Wände. Den Boden können wir nachher noch tauschen, wenn das erstmal sicher ist. Du hast ja noch eine kraftige Maschine, da kann ich da doch halbe Steine machen. Nee, ich baue da ja gerade was. So. Ja, natürlich kannst du schon halbe Steine machen. Da hinten sind doch auch noch welche, dann brauche ich hier. Aber wir brauchen ja jetzt keine halbe Steine, wir brauchen jetzt erstmal keinen Boden. Wichtiger ist ja, dass die Wände erstmal stehen. Ja, Wände werden jetzt da vorne schon produziert. Ich hab schon welche. Neue Armschütze. Die Stacked Stone Wall war das ja, ne? Ja. Ja. Was habe ich jetzt gesagt? Die Armdinger sind kaputt, ne? Oh, da habe ich alles Steine gebaut, was ich habe. Bada boom, bada bam, bada boom, bada bam. Ich habe ja schon mal ein Crafting Table mitgebracht. Mhm. Gute Idee. Habe ich mir gedacht. So. Wir müssen mal abstecken hier. Ja, die Fackeln kann man jetzt da wegnehmen dann auch. Sechzehn.
bis hier machen. Komplett zumachen oder die Reihe, bis, oder? Oder bis an die Wand. Ne, würde ich eine Reihe freilassen oder zwei, ne? Ja, ich würde eine freigelassen, sonst müssen wir noch eine wegmachen. Das sind dann 16 Blöcke zwischen. Mach ich komplett Boden ja, so noch. voll, ne? Oder? Ja, die Wände, ja. Genau, nicht den Boden. Ja, ja nee, sie hier so eine Reihe, meine ich. Dann machen wir es hier auch bis da. Und. Oh, wo sind wir? Was ist die Reihe hier? Ich glaube schon. Tür muss dann, oh, die kann man gleich da rausnehmen, sonst. Ja, ich baue erstmal hier. Aber die würde ich nicht unbedingt zum See rausmachen, sondern. Nee, zum See macht keinen Sinn, glaube ich. Kann man so eine Terrassentür machen, weißt du? Weil er sagt, du wolltest hier einen Steg machen. Da kann man hier einen Holzboden machen und so einen Steg, der in den See geht und dann noch eine Tür machen, halt so eine. Yes. Ne? Aber generell der Ausgang dann hier links oder rechts raus. Ja, ich glaube, ich würde den nach da machen. Ja, ja, weil da ist ja auch. Rechts hin, sagst du, wann das, ne? Wir könnten da müsste auch. Ja hier warte, die warte, Mitte warte, sein. Warte, 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 warte. Wir könnten auch, wenn wir hier jetzt den Boden reinsetzen. Weißt du, das war quasi erst die Mauer quasi. Ja, hier, aber einen höher sind, hier dann anfangen. Füllen wir das wieder auf, ja. Dann, ja, dann sind wir nämlich nachher auch über dem See. Oder? Meinst du? Dann sind wir einen höher als der See, ne? Ja, ist das schlimm? Nö, ich meine doch. Dann kann man also Stützen über den See bauen auch. Weil das ist, weißt du, hier ist das ein bisschen blöd halt. Wenn du jetzt hier die Tür hast, auf der unteren Ebene. Dann hast du ja hier, da müsste man hier dann noch ein bisschen. Ja. Oder wir müssen das hier abtragen noch ein bisschen. Können wir auch machen. Dass halt hier nicht direkt eine Ebene hoch muss, das ist halt blöd. Wo bist denn du schon wieder? Mhm. Wo bist du? Hol die halben Platten. Ach so, okay. Dann können wir den Boden gleich auch bauen schon. Und ich glaube, ich find's doch besser, wenn man. Ich glaube, wir machen das doch unten. Warte, dann zähle ich mal eben ab hier, wie viel ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, genau. So, dann 2, 4, 6, 8. Müsste das hier eigentlich sein, die Mitte? Gehen Doppeltüren. Keine Ahnung, wir können auch zwei Türen da reinmachen. Ja, ob da direkt nebeneinander funktioniert, weiß ich nicht, das meine ich. Weiß ich auch nicht. Also den Boden jetzt auf die Ebene oder dann doch einen tiefer? Ne, ich glaube, ich will den doch einen tiefer machen. Ja, dann ich mache hier halt vorne gerade ein bisschen Platz. Dass das nicht so direkt vor der Tür ist. Mhm. Da muss man nur hier nochmal auf den Ach, Boden nachher tauschen. Den Kackwachs habe ich vergessen. Bau das doch direkt da hinten. Hm? Bau die doch direkt im Haus, die Steinblöcke. Dann hast du auf jeden Fall alles da. Ah, das stimmt. Ist doch einfacher. Weißt du, wie viel wir brauchen? Für den Boden? Ja, 16 mal wie viel? Boah, das andere habe ich nicht gezählt, weiß ich nicht. Dann mache ich mal so viel mal wie 20 ich oder so ist das, glaube ich, würde ich jetzt mal schätzen. Dann nehme ich erstmal so viel mit, wie ich kann. Wir haben ja oben nochmal einen Boden wahrscheinlich. Ja, aber den würde ich schon aus Holz machen, ja. Meinst du? Cool, ich habe hier Lehm und da kann ich so Lehmblöcke draus machen. Mhm. Die sehen aus wie so kleine viereckige Steine. So, aber wie nennt man das? Ziegel. Ja, so, ja. Ein Backstein. Was? Backstein, ja. Adobe Bricks heißen die. Da kann ich aber nur
Ne, da kann ich eine ganze Menge von machen. Soll ich immer mitbringen? Das weiß ich nicht, was willst du damit machen? Du kannst ja Mal aus den gucken. Backsteinen nichts bauen, du kannst sie nicht hinsetzen. Doch, das sind Blöcke. Aha. Bau die mal, die sehen echt cool aus. Ich bring die mal mit. Weiß ich ja nicht. Weil anders kann ich mit dem eh nicht machen, mit dem Schlamm. Was mir auffällt, wir haben recht wenig Holz auch insgesamt. Das ist richtig. Das ist, weil wir es immer brauchen für den Ofen. Aber wenn wir nichts Das mit Holz stimmt. bauen, ist das egal. Dann brauchen wir auch kein Holz. Deswegen sage ich, dann bauen wir den Boden einfach aus Steinen, dann ist doch gut. Ist ja auch Steinboden. Ich würde aber mal sagen, dass wir hier nochmal einen Cut machen. Weil wir sind nämlich schon über 21 Minuten und nachher haben wir sonst wieder eine halbe Stunde voll und das wird dann zu lang. Also, Das kann sein. bis zum nächsten Mal, wenn wir hier wieder den Genau. Boden tauschen und so. Also, tschüss! Tschüss.